Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Heute zaubern wir zusammen richtig leckere Rahmfladen. So, und falls ihr euch jetzt fragt, was denn jetzt eigentlich genau Rahmfladen sind, also ich würde sagen, es ist ein Mix aus Flammkuchen und Pizza. Der Teig ist quasi ein Pizzateig und der Belag ist eher wie so ein Flammkuchen. Und also ihr seht, absolut variabel. Ich würde sagen, wir starten einfach schon mal mit dem Hefeteig, weil der muss ja auch noch ein Weilchen aufgehen. Für den Pizzateig benötigen wir einmal einen halben Würfel Hefe, einen Teelöffel Zucker, 220 Gramm Wasser, 30 Gramm Olivenöl, 400 Gramm Mehl Typ 405. Da habe ich jetzt einfach ein Weizenmehl verwendet. Ihr könnt natürlich auch ein Dinkelmehl verwenden und 1,5 Teelöffel Salz. Und übrigens ist Rahmfladen jetzt echt unser neuer Hit. Der schmeckt super lecker und wir haben ihn auch letztens mit zum See mitgenommen und er hat sogar kalt geschmeckt. Also es ist echt richtig lecker. Und wie bei allen Hefeteigen geben wir jetzt als erstes unseren Hefewürfel, Zucker und Wasser in den Mixtopf und stellen den Thermomix wie immer auf 4 Minuten 37 Grad Stufe 2. Und jetzt geben wir unser Mehl und alle restlichen Zutaten hinzu und dann stellen wir den Thermomix einfach nur auf die Teigknetstufe für etwa so 3 bis 4 Minuten. Schaut einfach von oben hinein, ob sich der Teig vom Rand löst. Ich habe mir jetzt schon mal wieder meine Teigmatte zurechtgelegt, mit etwas Mehl bestäubt. Ja, mit etwas Mehl bestäubt. Und dann geben wir einfach den Teig drauf und formen den nochmal zu einer schönen Kugel. Ich lasse ihn wieder in meiner großen Nixe aufgehen, mehle ihn ein bisschen, mache den Teigklumpen rein, decke ihn ab und lasse ihn drüben wie immer auf der Fensterbank aufgehen. Und im Übrigen, nur mal so als kleinen Tipp, Hefeteig kann man wirklich perfekt einfrieren. Also wenn ihr mal auf Vorrat Hefeteig macht, könnt ihr es wirklich einfach in den Gefrier tun und dann im Kühlschrank auftauen lassen. Am besten wählt ihr euch schon ein Gefäß aus, in dem der Teig drin auch noch ein bisschen aufgehen kann. Weil wenn ihr den nämlich dann raustut, in den Kühlschrank gebt, dann geht der im Kühlschrank auch ein bisschen auf. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel plant, abends eine Pizza zu machen, dann würde ich das morgens aus dem Gefrier rausholen, in den Kühlschrank tun und dann könnt ihr es problemlos abends zubereiten. Währenddessen der Hefeteig drüben schon mal aufgeht, bereiten wir schon einmal die Creme zu. Egal für welche Variante ihr euch jetzt entscheidet von dem Rahmfladen, also für welchen Belag, die Creme ist quasi die Basis, die man überall drauf tut. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten. Für die Rahmcreme verwende ich einmal 200 Gramm Naturjoghurt, 200 Gramm Schmand, ein Viertel Teelöffel Salz, Pfeffer und eine Knoblauchzehe. Die pressen wir hinein und wer mag, kann auch noch Chili verwenden. Und jetzt vermischen wir einfach nur Schmand, Joghurt und die Gewürze, pressen den Knoblauch hinein und vermischen alles. Also ich habe mich heute auch wieder für unsere Lieblingsvariante mit Speckwürfeln und Frühlingszwiebeln entschieden. Und dann mache ich auch noch eine vegetarische Variante mit Paprikawürfeln und Feta-Käse. Das schmeckt auch super lecker, aber ihr könnt wie gesagt einfach jede Art von Belag nehmen, die euch die ihr am liebsten mögt. Und dann werde ich jetzt schon mal den Käse reiben und alles schnibbeln. Für den Belag habe ich mich einmal für 180 Gramm Gouda gerieben entschieden. Dann habe ich hier 4 Frühlingszwiebeln, die schon mal schön fein gewürfelt, 100 Gramm Speck und für die vegetarische Variante eine große Paprika und in etwa 160 Gramm Feta. Der Hefeteig, der ist richtig gut aufgegangen. An der Stelle, bevor wir jetzt weitermachen, heizen wir den Backofen schon mal vor
Und dann teilen wir den Teig in 6 gleichmäßig große Teile. Dazu rolle ich den einfach zu einem Strang und schneide ihn dann in gleichmäßige Teile rein. Und nicht vergessen, auf der Teigunterlage bitte nicht mit einem Messer schneiden. Benutzt da wirklich nur ein Nylonmesser, dann passiert nichts und ihr macht euch auch nichts kaputt. Und jetzt sucht ihr euch einfach nur ein Backblech aus, welches ihr mögt. Ich benutze jetzt den Zauberstein und den James. Zu empfehlen ist auf jeden Fall eins mit einem Rand. Wenn ihr den James benutzt, dann passen da. Also ich würde einfach nur verteilt am besten immer nur pro Blech 2, wenn ihr keinen Rand habt vor allen Dingen. Weil ansonsten kann es passieren, dass die Schmandcreme außen ein bisschen abläuft. Und das wäre sehr ärgerlich, wenn das in den Garraum kommt. Und das Schöne an der Stoneware ist, dass wir jetzt den Teig direkt auf unserer Stoneware einfach mit dem Teigroller ausrollen können. Und jetzt machen wir am besten mit den Fingern nochmal so einen kleinen Rand, damit der so ein bisschen oben absteht. Jetzt verteilen wir die Schmandcreme gleichmäßig da drauf und dann den Belag eurer Wahl. Und jetzt kommen die Teilchen einfach in den vorgeheizten Backofen bei 230 Grad für etwa so 20 Minuten. So, und währenddessen die ersten schon mal im Backofen sind, bereite ich jetzt einfach alle anderen auch zu. Und dann wandern die auch nach und nach in den Backofen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr macht das Rezept auch mal nach. Und das Rezept findet ihr wie immer auf meinem Blog, den verlinke ich euch unten in voller Länge. Und den Shop verlinke ich euch auch, falls euch irgendwelche Artikel, die ich benutzt habe, gefallen haben, könnt ihr gerne da stöbern. Und lasst mich doch gerne wissen, wie es euch geschmeckt hat, wenn ihr es nachgemacht habt, denn das interessiert mich natürlich am meisten, ob es euch auch so gut gefällt wie uns. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.